Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Underground. Ja, wir hatten noch einen neuen Wagen. Und zwar den hier. Ich glaube, der war auch nicht schlecht, ne? So. Oh ne, der wäre tatsächlich schlechter. Okay. Dann nicht. Gut, hier gab es glaube ich nur Vinyl. Aber ja, von daher, das bringt ja alles nicht allzu viel. So, dann müsst ihr die anderen Sachen wegmachen. Aber ich möchte glaube ich ganz gern bei dem bleiben. Okay, natürlich wieder ein Drag-Rennen. Dann hoffen wir das Beste. Hast du auch deinen Talisman eingepackt? Den wirst du brauchen, denn ich habe meine Karre voll aufgerüstet. Na, wie riechen meine Auspuffgase? Ja, ansonsten, Lisa, wenn es nicht klappt, versuche ich es halt nochmal mit dem Abrüsten. So, aber der ballert ja eigentlich ganz gut raus gerade. Gut, da habe ich nicht damit gerechnet, dass da noch ein... erstmal ein Wagen und noch ein Gang kommt. Was könnte gehen, da sind wir. Ja. Ich habe tatsächlich das Gefühl, es geht besser. Also mit dem Wagen auf jeden Fall. Boah, das wird hier halt echt übel. Aber hey, okay. Zweiter Versuch. Ist für ein Rack-Rennen sehr, sehr gut. Zu viel Glück für mich. Ich bin aus dem Rennen. Tja. Und dieser und da und sogar ohne Abrüsten. Sehr schön. So, Level 2 Vinyl. Ja, wie gesagt, bringt mir alles nichts. Aber wir sind 5. im Track-Modus. Okay, und dann kriegen wir jetzt nochmal neue Teile. Cool. Okay, ich gebe dir was richtig Tolles für deinen Wagen, wenn du nur das nächste Rennen gewinnst. Dann mal los. Dann darf unser Mazda noch mal zeigen, was er drauf hat. Noch einmal um die Stadt, wie es aussieht. Cool. Wenn wir Glück haben, ist auch hier tatsächlich kein Verkehr. Das wäre auch ganz praktisch. Ah, jetzt sind wir wieder hier, okay. Da müsste ich mir halt mal was überlegen für die Rückfahrt, was man dann noch so sinnvoll machen könnte. Ja, einfach dann links halten, denke ich mal. Sollte ja dann passen. Da sehe ich keinen Verkehr da. Das ist schön. Okay. Wäre die andere Richtung besser gewesen. Weil weniger Kubik. Aber ja, sollte ja alles noch machbar sein.
Scheiße. Ich versuche die, ich will die ganze Zeit driften, aber ich glaube, das kostet mir einfach zu viel Zeit, um halt hier ein paar Style-Punkte noch zu sammeln. Und deswegen, ich fahre lieber das Rennen sicher nach Hause. Auf die Punkte kommt es halt echt nicht an. Es ist echt sehr, sehr angenehm, dass ich mir da jetzt keine allzu großen Gedanken machen muss. So, links, rechts, geradeaus. Das ja auch schon gleich. Ja, von der Richtung geht es halt deutlich besser mit der Abkürzung. Das muss man halt auch nochmal dazu sagen. Gut, dann bin ich mal gespannt, was gibt es denn Schönes. So, 100, die Strecke, 3 Spoiler, okay. Damit wird dein Wagen der totale Renner. Na, ja, nehmen wir Katana. Ich glaube, den hatte ich sonst auch mal drauf, tatsächlich. Ich finde, der passt auch ganz gut zu dem Wagen. Okay. Gewinnt man, verliert sie leichter, ja. Du denkst also... Du bist abgefahren, ja? Tja, ich hab das alles schon geschafft. Also nichts Besonderes. Okay, ah, jetzt müssen wir so gegen Samantha selber fahren. Mhm. Gut, aber erstmal gibt's gut Geld. Wahrscheinlich kriegen wir danach wieder ein paar neue Upgrades. Ich hab dir vertraut. Und jetzt willst du dich mit mir anlegen? Wir sehen uns auf der Straße, Penner. Ja, auch witzig, wie sie da drum rumgekommen sind, die Einsteig-Animation zu zeigen. Muss sogar ein 1 gegen 1 rennen. Hm, na dann. So. Schon direkt bei der Abkürzung ein bisschen zerlegt. Ich dachte, ich komme noch dran vorbei. Auf ein neues. Wieder, der bricht durch ein bisschen aus. Ich glaube, ich kann nicht am Anfang Vollgas fahren. So schnell ist der Wagen ja noch nicht. Okay, dann schauen wir mal, was die Strecke so zu bieten hat. Das ist keine Abkürzung, das ist eine Abkürzung. Das war knapp. Aber dann kann sie ja wenigstens mal den Spoiler bewundern, wenn sie ganz hinter uns fährt, den sie uns eingebaut hat. Ist doch auch schön. Obwohl sie ist nicht weit hinter uns. Bei den Prämien. Oh, die ist wirklich nicht so lang, die Strecke, sehe ich gerade. Alles klar. Zumindest muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr wegen des Verkehrs machen. Obwohl, wir müssen doch wieder durch das Gefrieren hinten durch. Aber gut, links halten. Und dann sollte das klappen. Ja, ich könnte auch nochmal links können. Aber gut, fahren wir zickzack, das ist okay.
So. Fast nochmal zerlegt hier am Ende. Gut, vielen Dank. So. Ah, das war tatsächlich nur einfach Geld. Ich dachte, wir kriegen noch irgendwelche Teile jetzt. Und der nächste kündigt sich an, ne? Okay. Jetzt. Skyline. Wahrscheinlich ist der Gegner ein Skyline. Ich hoffe, deine kleine Seifenkiste ist schneller, als sie aussieht. Sonst verschwenden wir unnötig Zeit, die ich mit den Ladies verbringen könnte. Mhm. Okay, Todd, auf geht's. Mal schauen, wie das wird. Ah, aber jetzt nicht mehr okay, Einzelrennen, sondern wieder ein paar mehr dabei. Na, ist kein guter Start. Ja, und zu spät rübergelenkt, das war bei EX. Das hat jetzt sehr, sehr beschissen angefangen. Ich komme mit dieser Strecke tatsächlich noch nicht zurecht. Mir hat es beim letzten Mal besser geklappt mit dem Schalten, ne? Ne, die ist echt nicht gut. Gerade am Anfang geht's zu viel. Fliegst du da zu viel rum, dass du da nicht anständig schalten kannst. Das war die Handbremse. Ja, ja. Muscle Memory ist halt bei mir auch nicht mehr so ganz vorhanden. Okay. Alles klar. Fahr bitte rüber. Mein lieber Wagen. Okay, alles klar. Wir haben wieder ein Dreckrennen, wo ich Probleme habe. Aber das ist ja nichts Neues. Ja, gerade der Anfang ist echt. Da bräuchte ich eine gerade Strecke, dass ich halt in Ruhe schalten kann. Wieso fährst du nicht auf der äußeren Linie, wenn ich darüber lenke? Gut, wir haben ihn jetzt zumindest mal weggekriegt, aber der behindert mich dann leider auch so sehr. Dass ich dann nicht weiterkomme. Komm, 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 komm. Hab ich noch einen Gang? Boah. Tja, da haben die Millimeter gereicht. Okay. Neue Zeitschrift. Jetzt haben wir den Skyline. Okay.
Dann schauen wir doch direkt mal. So. Ich glaube, der dürfte ja wirklich der, oder? War das der Beste? Wahrscheinlich, ne? Ja. Das geht dann ordentlich nach oben. Sehr schön. So, hallo mein lieber Skyline. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt. Okay, Drag Turnier, na toll. Ich weiß ja, dass du immer mehr willst, aber gegen Samantha, das war echt dumm. Tja, warum nicht? So, und sieht aber Leistung daraus. Sehr gut. 4 Runden. Können wir zumindest mal noch anfangen. Dann schauen wir mal, was der Skyline so zu bieten hat. Ansonsten Teile raus und halt Standard fahren. Da dürften die keine Chance haben. Uha. Oh. Okay. Diesmal ist diese Straße gesperrt. Du blöder Sack! Wo musst du denn direkt vor mir kaputt gehen? Wo hätte ich vielleicht sehen kommen können? Okay, ja, so geht's besser. Alles klar, ich musste dich manuell wieder rüberlenken. Okay, ja, ich muss die Strecke tatsächlich erstmal noch lernen. Das bringt alles auch nichts. Rüber, danke. Alter, du fährst mir jedes Mal hier gegen. Verpiss dich doch einfach von dieser Straße. Lass mich fahren und gewinnen. Ja, Dragons sind halt echt der Horror in dem Spiel. Andererseits, jetzt haben wir es, oder? Wenn mir jetzt nicht noch irgendeiner gegen quer fährt, jawohl. Okay, gut. Ich befürchte, waren ja 4 Rennen. Jupp. Nur, der eine hat dann ein bisschen vergessen zu schalten, wie mir aussieht. Stimmt, ihr müsst aber nicht alles gewinnen. Das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Okay, so. Eins machen wir noch. Dann können wir die Folge auch nochmal beenden. Hier kann es halt echt sein, dass ich da 10 Minuten an einem Rennen hänge. Dräng mich nicht ab! Ja. Dass mich das so ausbremst mit den Dingern am Boden.
Fahr doch bitte, ich bin doch schon außen. Fahr dann bitte auf dieser Straße entlang. Wird einer weniger. Ist auch schon mal viel wert. Hallo, ich bin auf der äußeren Spur. Ich kann nicht noch weiter links fahren. Mach das doch automatisch. Wieso habe ich jetzt auch kein blaues Ding, das mir zeigt, dass ich gleich schalten muss? Ich verstehe es nicht. Ich kann diese Kurve nicht kriegen. Okay, so, neue Folge. Dann kann ich mir einmal durchatmen und hoffe, dass es dann weitergeht. Aber ja, wie gesagt, das ist nach wie vor, mag ich die nicht, nach wie vor der höchste Frustfaktor hier im Spiel. Und halt absolut nichts für mich. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.